Man. Ein Jolly Good Sunset über dem Kanal. Wie bitte? Ich wollte, dass Sie sich heimisch fühlen, my dear. Wenn Sie das wollten, hätten Sie gesagt, schon wieder Nebel über dem Kanal, my dear. Oh, goodness gracious, wie konnte ich nur? Gib mir, Her Majesty, einen Kuss. Verschonen Sie mich. Nein, ich hätte wirklich gerne einen Kuss. Na schön. Und? Darf ich dich heute Abend zum Essen einladen? Eigentlich gern, aber ich muss meine Tochter abholen. Ja? Und wie wär's am Wochenende? Gern. Schön. Isst du gern mexikanisch? Und wie? Ist ja Wahnsinn. Dann essen wir in Guadalajara. Oh, ist das ein neues Restaurant? Nein, eine alte Stadt in Mexiko. Du willst in Mexiko zu Abend essen? Ja, wir nehmen meinen Flieger und bis Mitternacht bist du zurück. Halt, warte, du hast nicht mal einen Stift, aber du hast einen Flieger. Einen Stift kann man sich immer leihen, aber leih dir mal einen Flieger. Also, was sagst du? Mal sehen, ob ich einen Babysitter kriege. Ah, yay. Wir sollten schon mal Pläne für Weihnachten machen. Surfen auf den Fidschis, Skifahren in den Alpen, Vögeln in Malibu. Ja, schön. Morgen, damit wir uns recht verstehen. Du bist ein wundervoller, bezaubernder Typ, aber du kommst gerade aus einer lange andauernden Beziehung und deshalb suchst du eindeutig nach einer Lückenbüßerin, okay? Ja, und deshalb halte ich Weihnachtspläne noch für ein klein wenig verfrüht. Okay, gut. Gehen wir es langsam an. Gut. Vergiss Weihnachten. Danke. Wie wär's am Valentinstag? So einen wie dich habe ich noch nie getroffen. Man nennt mich nicht umsonst Big oh, Ben. Oh Gott, ich bitte dich. Same procedure as last year, Miss Zoe. Wie nett. Alles wie gehabt. Wieso? Wir beide sitzen hier vorm Fernseher, während der gut aussehende Hausbesitzer auf der Terrasse mit einer heißen Brautspucke austauscht. Ja, hat was von einem Déjà-vu. Nicht nur das, es kommt mir vor, als wär's schon mal geschehen. Wie recht du doch hast. Mann, ich habe so viel Verrücktes hier im Haus gesehen, ich könnte ein Buch schreiben. Gute Idee. Hast du einen Titel? Ich glaube, ich schreibe kein Buch. Also bis dann. Cheerio. Cheerio? So verabschiedet man sich in England. Oh. Und mit welcher Frühstücksflockenmarke begrüßen die sich? Hallo, Jungs. Hey. Hey. Deine Zoe scheint mir ja echt nett zu sein. Ja, an meinem Big Ben haben alle Glocken geläutet. Moment. Ist das Englisch für Schwanz und Hoden? Das bedeutet, ich finde sie nett. Es könnte was Ernstes werden. Du hast wohl den Turbo eingelegt, was? Hat sie auch gesagt. Was gibt's da zu lachen? Das hat sie auch gesagt, Witz. Sie hat's wirklich gesagt. Oh, dann war's nicht witzig. Sie meinte, sie wäre mein Lückenbüßer. Stimmt das nicht auch? Du warst mit Bridget 15 Jahre zusammen. Vorbei, ich habe die Scheidungspapiere unterschrieben. Jetzt bin ich offen für eine neue Liebe. Bitte, sag mir, dass du ihr das nicht gesagt hast, Walden. Wieso? Mann, selbst ich weiß, dass das verkehrt wäre. Walden, du bist jung, du bist reich und attraktiv. Wenn ich nur eins davon wäre, dann hätte ich mich schon vor Jahren zu Tode gevögelt. Aber ich will eine feste Beziehung haben. Mit Romantik, Intimität und Verantwortungsgefühl. Oh, jetzt verstehe ich, du bist eine Tusse. Jake, wir wohnen in seinem Haus. Eine sehr hübsche Tusse. Also das finde ich unfassbar lecker.